Hallo? Heute mache ich ein Video darüber, wo ihr die 8 Steintafeln im Drachengrat findet, mit denen ihr die geheime Kammer unter der Statue der Sieben öffnen könnt. Die geheime Kammer befindet sich direkt unter der Statue der Sieben, wenn ihr hier durch den Kreis runtergleitet nach links. Und da findet ihr am Anfang einen Mechanismus, der verschlossen ist, und eine zur Tür und eine Tafel. Wenn ihr die Tafel anklickt, leuchtet eine der 8 Runen hier auf und ihr müsst halt insgesamt dementsprechend 7 weitere Tafeln finden. Also 8 insgesamt, eine hier macht 7 übrig. Wenn ihr das habt, könnt ihr den Mechanismus aktivieren und diese Türe hier geht auf. Und wenn ihr hier drin seid, befindet sich hier hinten eine Kiste mit einem Crafting-Rezept für den neuen Zweihänder vom Gebiet. Und wenn ihr die 4 Fackeln in den Ecken der Kammer zum Aufleuchten bringt, spawnt hier in der Mitte der Zweihänder einmal for free. Das ist unter Schnee begrabenes Sternsilber. Also ihr bekommt diese Waffe einmal umsonst. So. Da aber nur eine Tafel hier ist, gehen wir als erstes zum verschneiten Pfad oben, weil dort die zweite Tafel in der Nähe ist. Da geht ihr hier direkt am Berg vorbei, runter Richtung Fluss und ihr lauft genau auf diese kaputte Säule da unten zu. Und hier vorne, wo ihr die 4 Fackeln seht, seht ihr auch gleich die zweite Steintafel. Die sprecht ihr an, damit habt ihr die zweite Rune und wenn ihr eine Bonuskiste an dieser Stelle haben wollt, müsst ihr alle 4 Fackeln anzünden und kurz einen Gegner, der hinter der Steintafel spawnt, besiegen, um diese Bonuskiste zu bekommen. Danach geht's zurück zur Statue der Sieben. Und von hier aus geht ihr auf diese Mauer mit dem Loch zu, die ihr von oben seht, zur Seite weg. Und klettert kurz auf das Loch hoch. Geht hier am Berghang vorbei. Und ihr seht hinten so eine leuchtende Fackel schon. Das ist die zweite geheime Tür, die es hier gibt. Die befindet sich genau über dem Teleporter für die Schimmerhöhle. Und dafür braucht ihr 3 goldene Boxen, die ich in einem anderen Video abgearbeitet habe, was ich in der Beschreibung verlinke. Und in dieser Höhle ist die dritte Steintafel. Wenn ihr das gemacht habt, gehen wir auf zur vierten. Die vierte Steintafel ist in der Höhle. Und zwar geht ihr vom Teleporter einfach weiter den Berg hoch. Das ist ein ganzes Stück, was ihr da laufen müsst bis zu der nächsten Steintafel. Und zwar ist diese Steintafel ganz hier oben, auf dieser schönen Aussichtsplattform, genau da vorne. Die sprecht ihr an, dann habt ihr schon 4 Runen. Und wenn ihr hier oben einen kleinen Bonus haben wollt, dort sitzt ein inaktiver neuer Ruinenwächter. Und ihr könnt die 4 Fackeln für eine anzünden und ihr habt 4 Mechanismen. Der eine, den ihr gegenüber sieht, der ist in Eis und der eine, der da unten zwischen den Eiszapfen ist, braucht den roten Kristall im Hintergrund, um aufzugehen. Und das gibt euch ganze 4 Kisten nochmal als Bonus dazu, wenn ihr Bock drauf habt. Dann gehen wir zur fünften, dafür porten wir uns nach links weiter vor die Höhle. Von hier aus gleiten wir am Berg vorbei, wo wir hier links jetzt gleich ein Rätsel mit Selis finden werden, wo ihr erst oben
zwei Selis betätigt, einmal hier und einmal da, und dann könnt ihr hier runter. Und unten müsst ihr drei Selis, die im Kreis wandern, so timen, dass alle sechs Lichter gleichzeitig aufgehen. Und dann gibt's hier so ein Eis, wo man, das man aufmachen muss, wieder mit so einem roten Kristall. Und da findet ihr die fünfte Tafel. Die sechste Tafel ist oben beim Teleport von unterm Schlummerdrachental, wo ihr ein Rätsel lösen müsst. Und zwar ist das auch eine der Höhlen, wo ein Eiskristall drin ist, den ihr zerstören müsst, um bis zur Spitze zu kommen. Und in der Höhle, wo ihr hier in der Mitte am Anfang den Eiskristall zerstören müsst, habt ihr die sechste Tafel. Die siebte Tafel gibt es in der Nähe von dem Camp von Albedo. Dafür lauft ihr am Camp von Albedo vorbei. Folgt dem Weg hier hoch, wo der kaputte Turm ist. Und hier rechts in der Ecke müsst ihr einen der neuen Ruinenwächter kämpfen und besiegen. Und dann gibt es hier die siebte Tafel. Und die achte Tafel ist ein bisschen tricky, weil dafür müsst ihr alle drei Eiskristalle erstmal zerstören. Den einen habe ich euch gerade unterwegs ja gezeigt, der hinter dem Rätsel steckte. Der erste ist vor dem Baum, den man leveln muss, genau hier davor. Den muss man am Anfang machen, um den Baum überhaupt erst freizuschalten. Und der dritte Kristall, den ihr zerstören müsst, um überhaupt erst auf die Spitze zu kommen, befindet sich am Abgrund der Sternenschimmerhöhle. Und zwar genau hier unten vor dem großen Stein. Da müsst ihr erst in der Mitte die Zeitherausforderung abschließen, um die Frostbarriere loszuwerden. Und dann könnt ihr den Kristall hier zerstören. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auf die Spitze vom Berg. Auf der Spitze vom Berg findet ihr hier in der Luft nochmal die drei Kristalle und arbeitet euch langsam im Kreis hoch und zerstört diese Kristalle und schaltet dann das Dungeon und mit dem Dungeon verbunden auch die achte Steintafel frei. So, damit haben wir die erste Steintafel hier oben beim verschneiten Pfad. Die zweite Steintafel direkt unter der Statue der Sieben. Eine Steintafel direkt über dem Teleporter von der Höhle. Wir haben eine Steintafel hier oben beim Dungeon. Eine Steintafel links vom Albedo-Camp an der Klippe. Eine Steintafel unten bei dem Frostkristall. Eine Steintafel hier unten. Und die letzte Steintafel ist hier oben auf einer Klippe von der Frostschimmerhöhle. Das sind die acht Steintafeln. Und ich hoffe, ihr fandet das Video hilfreich und es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.